30 Jahre später. Kapitel 1: Die Rückkehr der Schildkröte. An diesem Abend tobte ein ungewöhnlich heftiges Gewitter über Fungo Città, eine kleine Stadt im Norden Italiens. Der kleine Max saß missmutig im heimischen Wohnzimmer und ließ seine Blicke durch das Fenster über die schwarzen Wolken, den herabprasselnden Regen und die im Wind schwankenden Bäume schweifen. Dann wandte er sich wieder nach vorne und drückte auf dem Controller, den er in der Hand hielt, den Startknopf, um den nächsten Level zu beginnen. Super Mario, seine Spielfigur, betrat das Schloss der dritten Welt und plumpste nach wenigen Schritten in die kochende Lava. »Ach, verdammt, schon wieder!« fluchte Max und pfefferte den Controller auf das Sofa, bevor er sich schmollend von Fernseher und Spielkonsole abwandte. Mit dieser altmodischen Grafik kommt heutzutage auch wirklich niemand mehr klar, grummelte Max, womit er bei seiner Lieblingsausrede war. Da ist es ja kein Wunder, dass ich dauernd abkratze. Ich will endlich die PlayStation DS haben. Wir schreiben das Jahr 2035. Die Welt hat sich eigentlich nicht weltbewegend verändert. Die Kinder müssen immer noch brav jeden Tag die Schule besuchen, anstatt das Wissen automatisch per Computer in ihr Gehirn eingespeichert zu kriegen. Die Erwachsenen können sich immer noch nicht einfach zur Arbeit teleportieren, sondern müssen sich wie in alten Zeiten auf eine unpünktliche U-Bahn verlassen oder mit einem Auto, das wie gehabt 4 Räder auf dem Boden hat, auf eine überfüllte Autobahn wagen. Nun gut, ein kleiner Fortschritt. Die Autos fahren neuerdings mit Solarenergie und verpesten somit nicht mehr die Umwelt. Eine der wenigen Branchen, in denen sich wirklich etwas getan hat, ist die der Videospiele. Im Sommer 2022 war der Traum aller Nintendo-Fans wahr geworden. Sony hatte Pleite gemacht. Nintendo hatte daraufhin die Überreste der Firma für einen Apfel und ein Ei aufgekauft. Doch die Freude der Nintendo-Fans war schnell vergangen. Nintendo hatte nämlich nicht, wie sie es sich erhofft hatten, die PlayStation vom Markt genommen, sondern stattdessen die eigenen Konsolen eingestellt und die PlayStation weiterentwickelt. Die Meinungen der Nintendo-Fans darüber gingen weit auseinander. Aber wie dem auch sei, im Moment ist die PlayStation DS aktuell, die zusätzlich zum Fernsehbild einen zweiten Bildschirm in die Luft projiziert, der zusätzliche Informationen enthält und auf dem man mit einem Laserpointer auch bestimmte Dinge anklicken kann. Diese Konsole und die darauf erscheinende erfolgreiche Rollenspielreihe Final Zelda von Nintendo und Square waren das Gesprächsthema Nummer 1 unter den Jugendlichen weltweit. Weit vor der endlich erfolgten Anime-Umsetzung von Dragon Ball AF. Max konnte dabei allerdings nicht mitreden, was ihn äußerst störte. Sein Vater, ein älterer Herr namens Mark Mortadella, der ein Pilzrestaurant in Fungo Città führte, verbot seinem Sohnemann nämlich, besagte PlayStation DS zu kaufen. Stattdessen musste sich Max auf den hoffnungslos veralteten Nintendo-Konsolen vom Ende des letzten Jahrhunderts, NES, Super Nintendo und Nintendo 64, mit Spielen über irgendein komisches Rotkäppchen namens Super Mario beschäftigen. Eine Figur, die heutzutage bestenfalls noch die ältesten Nintendo-Fans kennen. Die damals erfolgreiche Reihe wurde nämlich 2013 genau wie Pokémon mit der Begründung hoffnungslos veraltet eingestellt. Und die Mehrheit der Jugend war der Meinung, dass das auch besser so sei. Max gehörte ebenfalls dazu. Aber was sollte er tun? Er hatte schon einmal versucht, sich heimlich eine PlayStation DS zu kaufen, die Herr Mortadella umgehend in den Laden zurückgebracht hatte, bevor er seinen Filius dann zu einer Woche Super Mario Bros. 3 Dauerzocken verdonnerte. Training für den Ernstfall nannte er das. Max sah die Bezeichnung Sklaventreiberei als treffender an. Max seufzte,
Dann griff er wieder zum Controller, um Save and Continue auszuwählen. Bei diesem Gewitter, wo er auch unmöglich draußen mit seinen Freunden spielen konnte, war diese Nintendo-Konsole immerhin noch besser, als nur dumm rumzusitzen und Däumchen zu drehen. Max schreckte auf. Was war das? Panisch schaute er nach draußen, wo diese Geräusche herkamen. Die Ursache war schnell gefunden. In den alten Betonklotz am Stadtrand schlug ein Blitz nach dem anderen ein. Max kannte das Gebäude. Darin war das Restaurant seines Vaters gewesen, bevor es diesem gelungen war, ein schönes Fachwerkhaus direkt an Waldrand und Flussufer zu mieten. Der Betonklotz stand seitdem leer, soweit Max wusste. Aber woher kamen die ganzen Blitze? Das fand Max natürlich interessanter als dieses veraltete auf Koopas rumhüpfen und durch Röhren schlüpfen. Und so warf er sich seinen Regenmantel über, zog seine Inliner an und sauste los. Nach wenigen Minuten kam der Junge an dem Gebäude an. Die Blitze hatten sich inzwischen beruhigt. Ja, sogar das ganze Gewitter hatte sich verzogen. Max zog also seinen Regenmantel aus und band ihn sich um den Bauch, während er den mysteriösen grünen Qualm beobachtete, der nun aus dem Schornstein kam und sich einige Meter über dem Dach rot färbte. Der Junge sah sich hektisch um und entdeckte nach einiger Zeit das, was er gesucht hatte. Die steinerne Nachbildung einer Prinzessin. Erst jetzt fiel Max auf, dass diese Prinzessin ja eine verblüffende Ähnlichkeit mit Peach aus den Super Mario-Spielen hatte. Naja, egal. Im Moment hoffte Max nur, dass der Ersatzschlüssel noch da war, wo er immer war, als das Haus noch Herrn Mortadella gehört hatte. Der Kleine lief also zu der Statue und öffnete ein Geheimfach, das sich hinter dem Diamanten auf der Brust der Prinzessin befand. Und tatsächlich, darin lag noch der Ersatzschlüssel. Max schnappte ihn sich, eilte zur Tür, schloss auf und huschte hinein. Da sich Max von früher noch in dem Gebäude auskannte, suchte er als erstes die Küche auf. Denn welcher Raum könnte besser geeignet sein, um Rauch durch den Schornstein zu jagen, als der, in dem sich der Ofen befand? An der Küche angekommen, bemerkte Max, dass er recht hatte. Mehr als einen kleinen Blick durch den Türspalt riskierte Max allerdings nicht. Denn was er gesehen hatte, hatte ihn zu Recht erschrecken lassen. Auf dem Tisch, auf dem sein Vater früher immer die Pizzen belegt hatte, lag nun irgendetwas unter einem großen weißen Tuch, von dem nur zu erkennen war, dass es schuppige braune Hände mit langen scharfen Krallen hatte. Ein Arm ragte nämlich unter dem Tuch hervor. Am Ofen stand eine kleine Gestalt von höchstens 1,5 Metern Größe, die ebenfalls nicht richtig zu erkennen war, da sie größtenteils unter einem violetten Umhang versteckt war. Eindeutig als ein solcher zu erkennen war jedoch der Zauberstab, mit dem die Gestalt in dem Kessel, der auf dem Ofen stand, herumrührte. Mit wild klopfendem Herz beobachtete Max die ganze Sache durch das Schlüsselloch, jedoch mit seinen Beinen in einer Position, die es ihm ermöglichte, im Ernstfall jederzeit fortzurennen. Ha, lachte die Gestalt mit dem Umhang und zog den Zauberstab aus dem Kessel. Die Blitze haben den Trank aufgeladen. Gleich ist es soweit. Nur noch der letzte Zauberspruch. Dann weilt ihr endlich wieder unter uns, Meister. Mit diesen Worten richtete die Gestalt ihren Zauberstab auf den Kessel und murmelte irgendeine unverständliche Formel. Daraufhin gab es einen lauten Knall und eine weitere Ladung grüner Qualm schoss den Schornstein hinauf, diesmal angereichert durch viele kleine goldene Sternchen. Die Gestalt begann triumphierend zu lachen und füllte eine Tasse mit dem Gebräu aus dem Kessel. Als sie dann das Tuch wegzog, sah Max zum ersten Mal, was sich darunter befand. Ein großes, hässliches und unfreundlich aussehendes Monster, das entfernt an eine Schildkröte erinnerte. Max war sich sicher, dass er dieses Monster irgendwo schon einmal gesehen hatte,
aber ihm fiel im Moment beim besten Willen nicht ein, wo das war. Das war jetzt aber auch Nebensache. Wichtig war, dass die Gestalt dem Monster die Flüssigkeit ins Maul kippte, woraufhin das Monster grunzte, sich kurz schüttelte und dann die Augen aufschlug. Heiliger Bimbam, dachte Max. Hab ich's doch befürchtet. Dieser Typ hat tatsächlich das Monster zum Leben erweckt und, hey, was ist das? Max sah nach unten. An seinem Bein knabberte irgendein seltsamer Hund. Er war braun und rund, hatte nur zwei Beine und auch keinen Schwanz. Na warte, dachte Max und gab dem Vieh einen kräftigen Tritt, woraufhin es sofort zu einem Häufchen Matsch wurde, der sich kaum eine Sekunde später komplett in nichts auflöste. »Hä?« erschrak Max, doch dann fiel es ihm auf. »Du meine liebe Güte«, rief er, »das war ja ein Goomba!« Goombas, so viel hatte er von den alten Nintendo-Konsolen schon gelernt, waren klein, dumm und leicht zu besiegen. Aber vor allem, sie gehörten in das fiktive Pilzewunderland, aber nicht ins reale Italien. »Da draußen war doch gerade was«, grunzte eine Stimme aus der Küche. »Oh nein«, dachte Max, dem jetzt auch wieder eingefallen war, woher er das Monster kannte. »Sie haben mich gehört. Ich muss hier...« Doch dazu war es schon zu spät. Die Küchentür öffnete sich und die seltsame Gestalt kam zum Vorschein. Sie musterte Max von oben bis unten und rief schließlich, »Meister Bowser, hier ist ein Eindringling. Was soll ich mit ihm machen?« »Na was wohl, Kamek, du Schnarchnase, schmeiß ihn in den Kerker!« raunzte die Stimme, die eindeutig diesem Monster, also Bowser, gehörte. »In den Kerker, gut«, meinte Kamek zögernd. In diesem Gebäude gab es nämlich keinen Kerker. Dafür gab es aber einen Weg zum Ausgang, den Max nur allzu gut kannte. Und so nahm er die Beine in die Hand, während Kamek noch dastand und überlegte, wie er diesen Befehl ausführen könnte. Schließlich stolperte Bowser beim Versuch, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, über den Hexenmeister und fiel der Länge nach auf den Boden, womit Max endgültig einen uneinholbaren Vorsprung hatte. »Ich muss sofort nach Hause und Papa zur Rede stellen«, war sein einziger Gedanke, während er durch die Abenddämmerung nach Hause flitzte. »Das waren eindeutig Figuren aus diesen Super Mario-Spielen. Technischer Fortschritt hin oder her. Aber sowas geht eindeutig zu weit.« Fortsetzung folgt. Super Mario, 30 Jahre später. Kapitel 2, sein letzter Kampf. Ganz außer Atem kam Max zu Hause an. Er warf die Haustür auf, stürmte hinein und rannte von Zimmer zu Zimmer, bis er seinen Vater endlich gefunden hatte. Der gute Mann saß im Wintergarten und spielte Super Mario World auf dem Game Boy Advance. »Papa«, rief Max aufgeregt, »ich habe Bowser gesehen!« »Prima«, lobte Herr Mortadella, nachdem er kurz zusammengefahren war. »In welchem Spiel denn?« »Hier in Fungo Sitter«, versuchte Max mit den Armen fuchtelnd zu erklären. »In dem alten Betonklotz, wo früher dein Restaurant drin war.« »Jetzt mal langsam«, versuchte Herr Mortadella seinen Sohn zu beruhigen. »Du behauptest also, Bowser ist hier in Fungo Sitter?« »Ob er immer noch hier ist, weiß ich nicht«, sagte Max. »Aber er war es zumindest. Irgendein kleinwüchsiger Zauberer hat ihn zum Leben erweckt.« Herr Mortadella saß plötzlich starr wie eine Eisstatue da. Der Schreck war ihm ins Gesicht geschrieben. Der Game Boy Advance glitt ihm aus der Hand und landete unsanft auf den Fliesen, wo sich durch die Erschütterung das Batteriefach öffnete und die Batterien heraussprangen. »Ist was, Papa?«, fragte Max vorsichtig. »Das
musste ja irgendwann mal passieren, stöhnte Herr Mortadella. Das heißt, du hast sogar damit gerechnet? Fragte Max fassungslos. Herr Mortadella gab keine Antwort. Er stand lediglich auf und rannte in den Keller. Hinter sich knallte er die Tür zu und schloss ab. Papa, rief Max hinterher, doch es kam keine Antwort. Max begann sich Sorgen zu machen. So seltsam hatte sein Vater bisher nie reagiert. Der Sache musste auf den Grund gegangen werden. Daher lief Max in den Garten, um von draußen alle Kellerfenster zu überprüfen. Möglicherweise konnte er ja durch eines beobachten, was sein Vater dort unten trieb. Max hatte schnell Erfolg. Bereits beim Blick durch das zweite Fenster hatte er seinen Vater gefunden. Herr Mortadella war gerade dabei, unter größter Anstrengung den Schrank, in dem diverse Konservendosen standen, beiseite zu schieben. Was dahinter zum Vorschein kam, ließ Max beinahe den Atem stocken. Ein großes grünes Rohr, genau wie in den Super Mario-Spielen. Doch Herr Mortadella schien sich nicht sehr darüber zu wundern. Er kletterte in das Rohr hinein, als ob das das Selbstverständlichste von der Welt wäre. »Papa«, rief Max und klopfte wie wild gegen die Scheibe. »Papa, was tust du da? Komm zurück!« Doch Herr Mortadella kam nicht zurück. Kurz entschlossen nahm Max daraufhin den nächstbesten Stein und warf ihn in das Fenster. Dann nahm er seinen ganzen Mut zusammen und sprang durch die kleine Öffnung nach unten, wo er eine weiche Landung auf einem Karton voller alter Tischdecken hatte. Schnell lief der Junge weiter zu dem Rohr und schaute hinein. Es war nichts zu sehen, außer sehr viel Schwarz. Offenbar war das Rohr also sehr lang. Von Herrn Mortadella war nichts zu sehen. Dabei war dieser doch noch gar nicht so lange in dem Rohr verschwunden. »Papa«, brüllte Max in die Finsternis. »Papa, antworte! Bist du da irgendwo?« Es kam keine Antwort. Max seufzte. Es musste wohl sein. Der Junge atmete also einmal tief durch, dann kletterte er tapfer in das Rohr. Was als nächstes geschah, wusste Max selbst nicht so genau. Nachdem er etwa einen Meter gekrabbelt war, ertönte jedenfalls ein seltsames Zischen, das den Kleinen unweigerlich einmal mehr an Nintendo-Spiele erinnerte. In genau diesem Moment färbte sich auch urplötzlich die schwarze Finsternis in ein helles Weiß. Doch auch beim Weiß blieb es nicht lange. Nur wenige Augenblicke später erstrahlte die Röhre in allen Farben des Regenbogens. Max vergaß vollkommen, dass er sich eigentlich wundern sollte. Stattdessen bestaunte er nur die strahlenden Farben, bis das Rohr ihm plötzlich hinauskatapultierte. Er landete sanft auf einer blühenden Wiese. Verwirrt sah sich Max um. Von Fungo Sitta und den anderen Orten in der Umgebung war weit und breit nichts zu sehen. Stattdessen breiteten sich vor ihm Blumenwiesen, grüne Wälder, majestätische Berge und glänzende Seen aus. Am Ufer von einem dieser Seen schien außerdem ein kleines Dorf zu liegen, über das ein mächtiges Schloss wachte. In genau diesem Schloss war ein kleiner Fliegenpilz mit Armen und Beinen gerade dabei, eine Tasse Tee und einen Teller mit Pfirsichkeksen auf ein Tablett zu stellen, um dieses anschließend von der Küche in den Festsaal zu bringen. »Der Teeprinzessin«, sagte der Pilz und stellte das Tablett auf den Tisch vor eine hübsche junge Dame mit rosa Kleid und Krone auf dem Kopf. »Danke, Toad«, lächelte die Prinzessin. »Bitte setz dich!« Toad, der kleine Pilz, setzte sich zu der Prinzessin an den Tisch und wollte gerade nach einem der Kekse greifen, als plötzlich mit einem lauten Krachen die Tür aus den Angeln flog. Bowser stapfte hinein, stieß den Tisch beiseite und baute sich vor der Prinzessin auf. »Guten Abend, Peach«, lachte er. »Wie schön, dass wir uns endlich wiedersehen!« »Bowser?« fragte Prinzessin Peach verwirrt.
Aber wie ist das möglich? Du, ich meine, also, du bist doch tot, oder? Gewesen, grinste Bowser. Gewesen, jetzt bin ich wieder da und reiße endlich das Pilzewunderland an mich. Nicht, wenn ich es verhindern kann, rief eine Stimme hinter Bowser. Bowser zuckte zusammen. Das kann nicht sein, murmelte er und drehte sich vorsichtig um. Hinter ihm stand ein älterer Herr mit blauer Hose, rotem Pullover und einer roten Mütze, auf der ein M prangte. »Mario«, rief Peach begeistert. »Fliegendreck«, fluchte Bowser. »Aber egal, auch wenn ich nicht weiß, wie du so schnell von meiner Wiederauferstehung erfahren hast, bist du inzwischen viel zu alt, um eine reelle Chance gegen mich zu haben. Das käme auf einen Versuch an, bestimmte Mario und setzte zum Sprung an. Doch Bowser hatte offensichtlich recht mit der Bemerkung über das Alter. Das Einzige, was Mario mit seinem Sprung erreichte, war, dass er sich den Knöchel verstauchte, der Länge nach hinfiel und sich zu guter Letzt auch noch an einem Stuhlbein den Kopf stieß. Bowser nutzte die Gunst der Stunde, packte die schreiende Prinzessin und machte sich mit ihr aus dem Staub. Während der Koopa-König mit seiner frischen Beute in Richtung seiner Festung rannte, kam Max, nichts Böses ahnend, von der anderen Seite her in das Dorf. Er sah sich ein wenig um, dann betrat er ein kleines Pilzhaus, über dessen Tür Information stand. »Kann ich etwas für dich tun?«, fragte ein Pilz, der an einem Schreibtisch saß und Landkarten sortierte. »Ja«, sagte Max, »ich wüsste gern, wo ich hier bin.« »Das weißt du nicht«, staunte der Pilz. »Nein«, musste Max zugeben. »Du bist hier in Toad City«, rief der Pilz, »der Hauptstadt des Pilzewunderlandes.« »Das Pilzewunderland?«, staunte Max. »Jetzt mal langsam. Ich bin hier in einem Land aus einem Nintendo-Spiel?« »Nein«, lächelte der Pilz. »Das Land gab es zuerst. Nintendo hat dann lediglich daraus ein Spiel gemacht.« So war das nämlich. »Ich fasse es nicht«, stöhnte Max. »Und, Sie haben nicht zufällig meinen Vater gesehen? Einen älteren Herrn? Er muss ein paar Minuten vor mir hier vorbeigekommen sein.« »Ein älterer Herr vor ein paar Minuten? Dann bist du etwa...« fragte der Pilz und schien zu überlegen, wie er fortfahren sollte. Schließlich fügte er hinzu, »Schau am besten mal im Schloss vorbei.« »Gut«, stimmte Max zu. »Und wer bin ich etwa? Ich heiße Max Mortadella, falls Sie das meinen.« »Ja, das kommt schon hin«, sagte der Pilz hastig und stürzte sich wieder auf seine Landkarten, um auf keine Reaktion seitens Max mehr zu reagieren. Nach kurzer Zeit verließ Max also das kleine Haus und ging langsam auf das Schloss zu. Wo immer Max hier auch war, es schien eine friedliche Gegend zu sein. Vor dem Schloss standen keine Wachen, so dass der Junge einfach so hineinspazieren konnte. Drinnen beschloss der Kleine, einfach nur geradeaus zu gehen, was sich auch als richtig erwies. Gleich nachdem er durch die erste Tür getreten war, befand er sich im Speisesaal, wo Toad gerade Mario half, aufzustehen. »Papa«, rief Max. »Baby Mario«, entgegnete Toad überrascht. »Bitte was?«, wunderte sich Max. »Max«, fragte Mario und hiefte sich auf einen Stuhl. Es handelte sich bei dem rotbemützten alten Mann um niemand anderen als um Herrn Mortadella. »Wie kommst du denn hierher?« »Durch das Rohr in deinem Keller«, erklärte Max. »Aber jetzt bist erstmal du mit Fragen beantworten dran. Was ist hier überhaupt los?« »Ich habe es dir wohl zu lange verheimlicht«, seufzte Mario. »Max, wir sind Nintendo-Stars.« »Ja, aber«, sagte Max, »das kann nicht sein. Du heißt doch Mark und nicht Mario.« »Nein«, erklärte Mario,
Mark ist nur der Name, unter dem ich mich in Italien zur Ruhe gesetzt habe, nachdem ich Bowser endgültig besiegt hatte. Und du bist eigentlich Baby Mario. Ich habe angefangen, dich Max zu nennen, als du in den Kindergarten kamst, damit du nicht als Nintendo-Figur erkannt wirst. Und damit die anderen Kinder nicht über deinen Namen lachen. Okay, versuchte Max, pardon, Baby Mario, zusammenzufassen. Also, wir sind Mario und Baby Mario, und du bist mit mir nach Fungo Sitter gezogen, nachdem du Bowser besiegt hast. Aber warum sind wir nicht einfach im Pilzewunderland geblieben? Und warum hast du mir nie davon erzählt? Weil das Leben im Pilzewunderland einfach langweilig wurde, ohne Bowser und seine Koopa Troopas, seufzte Mario. Deshalb. Außerdem wollte ich, dass du eine ordentliche Ausbildung machst und nicht nur irgendein Pilzdiplom. Pardon, Toad, sollte kein Angriff auf euer Bildungssystem sein. Schon gut, Mario, lächelte Toad. Wer konnte auch damit rechnen, dass Bowser wieder zum Leben erweckt wird, seufzte Mario. Mein Junge, weißt du noch, was ich dir immer über die alten Nintendo-Spiele gesagt habe? Dass sie ein Training für den Ernstfall sind? Fragte Max. Genau, stimmte Mario zu. Im Pilzewunderland vergeht die Zeit nämlich langsamer als in unserer Welt. Deshalb ist Bowser immer noch genauso stark wie vorher, während ich in die Jahre gekommen bin. Ich bin zu alt geworden, um gegen ihn zu kämpfen. Max wusste, was sein Vater gleich sagen würde, deshalb antwortete er direkt: Ja, Papa, ich bin bereit, deine Aufgabe weiterzuführen. Sehr gut, sagte Mario glücklich. Dann wird Toad dir jetzt den Weg zu Bowsers Festung zeigen. Was? Ich? Erschrak Toad. Fortsetzung folgt. Super Mario, 30 Jahre später. Kapitel 3, ein neuer Held. Nun, der kleine Pilzkopf hatte keine andere Wahl. Schließlich wollte auch er, dass die Prinzessin befreit wurde. Und so diskutierte er nicht lange herum, sondern lief aus dem Schloss. Max folgte ihm nach kurzem Zögern. Der Weg bis an die Grenzen des Koopa-Königreichs verlief ohne nennenswerte Ereignisse. Kein Wunder, hatten sich doch fast alle Koopa-Troopas, Goombas, Shy Guys und sonstige Mitglieder von Bowsers Armee nach Bowsers Ableben aus dem Pilzewunderland zurückgezogen. So war Max und Toad nur Yoshi über den Weg gelaufen, der sich den beiden auch prompt angeschlossen hatte, glücklich darüber, endlich mal wieder in einer wichtigen Mission einen Helden auf dem Rücken tragen zu dürfen. Weiter kann ich nicht mitkommen, erklärte Toad, als die drei an der Grenze des Koopa-Königreichs ankamen. Wir Pilze haben auf diesem garstigen Flecken Erde nichts zu suchen. Max verglich das Pilzewunderland mit dem Koopa-Königreich und stellte fest, dass die Darstellung des letztgenannten Landes in den Nintendo-Spielen kein bisschen übertrieben war. Genau an der Grenze hörte das Gras auf zu wachsen, stattdessen dominierten nun Felsen und kahle Bäume. Sieht ja nicht wirklich einladend aus, bemerkte der Junge. Ist es auch nicht, stimmte Yoshi zu. Aber keine Sorge, ich kenne mich da aus. Ich kann dich sicher zu Bowsers Schloss bringen. Mit diesen Worten setzten Max und Yoshi ihre Reise fort, während Toad den Weg zurück zu Peachs Schloss antrat. So, wir sind da, rief der kleine Krötosaurier, als die beiden etwa eine Stunde später vor einem äußerst hässlich geratenen Schloss standen. Stimmt, war das Einzige, was Max dazu sagte. Er betrachtete das Gemäuer und versuchte sich zu erinnern, ob es in den Nintendo-Spielen wirklich genauso ausgesehen hatte. »Warum sind wir eigentlich bisher keinem einzigen Monster begegnet?«, fragte Max schließlich. »In Nintendo-Spielen kommt einem doch alle zwei Schritte irgendein Goomba entgegen.«
Umbas, lecker, schwärmte Yoshi. Hoffentlich kommen diese Delikatessen jetzt, wo Bowser wieder lebt, zurück zu mir ins Pilzewunderland. Yoshi, erinnerte Max sein Reittier. Wir sind hier, um Bowser wieder zu besiegen. Sorry, war mir entfallen, entschuldigte sich Yoshi sofort. Aber diese Gumbas schmecken halt so gut. Naja, was deine Frage betrifft. Entweder die Viecher haben sich alle irgendwo verkrochen, weil es ja keinen mehr gibt, den sie rund um die Uhr bewachen müssen. Oder, und das wäre der ungünstigere Fall für uns, sie sind alle da drin und feiern Bowsers Rückkehr. Oh, sagte Max, ich wäre für Erstgenanntes. Ich auch, stimmte Yoshi zu. Aber uns bleibt wohl keine andere Wahl, als es auszuprobieren. Daraufhin trat der Krotosaurier einfach die Tür ein und die beiden gingen hinein. Das wird mir jetzt langsam auch unheimlich, meinte Yoshi, als die zwei Helden eine Viertelstunde später bereits den Kerker erreicht hatten und ihnen immer noch kein Ungetier über den Weg gelaufen war. Meinst du, wir sind hier überhaupt in der richtigen Burg? »Frag mich das nicht«, rief Max. »Ich kenne mich hier kein bisschen aus.« »Wie dem auch sei«, sagte Yoshi, während er mit einem gezielt geworfenen Ei die Kerkertür beseitigte. »Wir werden es gleich erfahren. Wenn Peach in dieser Festung ist, dann wird sie sich hinter dieser Tür aufhalten.« Das Ei zersplitterte an der Tür, während dieselbe aus den Angeln flog und an der gegenüberliegenden Wand des dahinterliegenden Raumes landete, wo auch sie in ihre Einzelteile zerbarst. »Wow«, staunte Max, »in den Nintendo-Spielen sah das nie so cool aus.« Doch Yoshi war es im Moment herzlich egal, wie cool seine Attacken aussahen. Er stand starr vor Schreck da, denn direkt neben der Tür standen zwei Koopa-Troopas, die gefesselte Prinzessin im Schlepptau hatten. »Perfektes Timing«, grinste eins der Koopas. »Wenn ihr das Ei nur eine Sekunde später geworfen hättet, dann wären wir von der Tür zermatscht worden.« »Mensch, Max«, schimpfte Yoshi halb im Spaß und halb ernst gemeint. »Hättest du mich vor dem Werfen nicht noch eine Sekunde mit irgendeiner dummen Frage ablenken können?« »Macht doch nix«, sagte Max, der inzwischen ganz vergessen hatte, wie wenig er sich noch vor einer Woche für Nintendo-Spiele interessiert hatte, während er von Yoshis Rücken stieg. »Dann mache ich jetzt einfach das, was mein Vater früher auch immer getan haben muss.« »Und das wäre?«, fragte eins der Koopas hämisch. »Ich fürchte, ich weiß es«, erschrak das zweite Koopa. »In Deckung, Bruder!« Doch es war schon zu spät. Max sprang mit einem gewaltigen Satz der Schildkröte auf den Kopf, die sich sofort in ihren Panzer zurückzog. Daraufhin machte der Junge einen kurzen Witz von wegen harte Schale, weicher Kern. Dann kickte er den Panzer in Richtung der zweiten Schildkröte, die genau wie in den Nintendo-Spielen aus unerfindlichen Gründen nicht auswich und daher fortgeschleudert wurde wie ein Kegel von einer Bowlingkugel. »Und?«, fragte Max zu Yoshi gewandt. »Wie war ich?« »Mittlerer Durchschnitt«, antwortete Yoshi. »Aber in Anbetracht der Tatsache, dass du zum ersten Mal hier bist, einfach perfekt.« »Fein«, freute sich Max. »Dann können wir ja jetzt nach Hause gehen. Das ging ja schneller, als ich dachte. Und es hat sogar wieder erwarten richtig Spaß gemacht.« »Nur, dass das für Mario und mich damals immer tierischer Ernst und keine Spur von Spaß war«, dachte Yoshi, sagte aber nichts. »Du bist aber groß geworden, Baby Mario«, bemerkte Peach, während Max ihre Fesseln löste. »Übernimmst jetzt also die Aufgabe deines Vaters?« »So ist es«, stimmte Max zu, während er der Prinzessin half, auf Yoshi aufzusteigen. »Also dann zurück zum Schloss, oder?« »Würde ich mal sagen«, lächelte Peach. »Nun denn«, rief Yoshi und ging los in Richtung Ausgang der Festung, gefolgt von Max. »Das ging jetzt aber doch beunruhigend einfach«, bemerkte Yoshi, als die drei wenig später das alte Gemäuer verlassen hatten. »Ach, ihr hättet es gern schwieriger«, grinste eine Stimme von hinten. »Das lässt sich einrichten.« »Oh nein«, seufzte Peach.
Ich ahne, wem diese Stimme gehört. Sie drehte sich um und tatsächlich. Im Tor stand Bowser höchstpersönlich, begleitet von ungefähr 10 Koopa Troopers. »Kümmern wir uns nicht um ihn«, rief Max. »Nehmt einfach die Beine in die Hand und rennt!« »Das wäre eine gute Idee«, ertönte eine Stimme von vorne. »Dann würdet ihr nämlich uns in die Arme laufen.« »Die Stimme kenne ich auch«, bemerkte Peach und bestätigte ihren Verdacht mit einem Blick nach vorne. Mauser, in Begleitung mehrerer Shy Guys, hatte der Truppe den Weg abgeschnitten. »Yoshi«, fragte Max, »kannst du die Viecher nicht einfach auffressen?« »Nicht so viele auf einmal«, musste Yoshi zugeben, »ansonsten gern.« »Nun denn«, sagte Bowser und schritt auf Peach zu. »Wo waren wir, als ich dich vorhin in den Kerker gesperrt habe?« »Im Koopa-Königreich«, schlug ein Koopa-Trooper, das besonders klug wirken wollte, vor. »Doofmeier«, schimpfte Bowser daraufhin und kickte die Schildkröte an die nächste Wand, um sich anschließend wieder Peach zuzuwenden. »Du wolltest mir, glaube ich, das Pilzewunderland überschreiben«, fuhr er fort. »Zuerst habe ich dich allerdings in den Kerker gesperrt, um in Ruhe meine Koopa-Troopers zusammentrommeln zu können. Und als ich eine Viertelstunde später wiederkam, warst du plötzlich weg. Sag mal, findest du es eigentlich in Ordnung, mir so einen Schreck einzujagen?« »Was sollen wir tun?«, fragte Max an Yoshi gewandt. Überlegte Yoshi und schaute suchend nach oben. »Möglicherweise...« »Möglicherweise was?«, fragte Max ungeduldig. »Möglicherweise ist in einem der Steinblöcke da oben ein Item versteckt«, sagte Yoshi. »Damit hättest du dann nämlich eine Chance gegen diese Armee.« »Schon«, meinte Max schulterzuckend. »Aber selbst wenn, wie soll ich da hochkommen?« »Das lass mal meine Sache sein«, sagte Yoshi entschlossen. »Steig auf und erschrick dann bitte nicht.« »Na gut«, stimmte Max zögernd zu und führte Yoshis Befehl aus, ohne zu wissen, was ihn gleich erwarten würde. Denn kaum saß der Junge auf dem Krotosaurier, sprang letztgenannter in die Luft und schleuderte Max am höchsten Punkt von seinem Sattel. »Nimm's mir nicht übel«, rief Yoshi dem durch die Luft fliegenden Jungen zu, während er bei seiner eigenen Landung elegant einen Shy Guy zermatschte. »Aber ich hab schon bei deinem Vater den Fehler gemacht, ihn vorher zu warnen, und dann durfte ich 3 Tage an ihm rumreden, bis er endlich bereit war, es doch einmal auszuprobieren.« Max wäre das herzlich egal gewesen, wenn er überhaupt zugehört hätte. Denn im Moment hatte er sowieso Besseres zu tun. Zum Beispiel mit den Armen fuchteln, in der Hoffnung, an einem der Steinblöcke festen Halt zu finden. »Was treibt der Junge da oben?«, fragte Mauser verwirrt. »Nichts Wichtiges, du Kanalratte«, fauchte Bowser seinen Helfer an, bevor er sich wieder zu Peach drehte. »Nun, da dein kleiner Befreier jetzt selbst in der Patsche sitzt, hast du absolut niemanden mehr, der dir helfen kann. Es wäre also wirklich besser, wenn du mir endlich das Pilzewunderland überschreibst. Denn du willst doch nicht, dass ich dir am Ende noch ein Leid zufügen muss, oder?« »2 Blöcke weiter links«, war Peachs einzige Antwort darauf, die auch eher nach oben als nach vorne gerichtet war. »Was?«, erschrak Bowser. War hingegen Max' einziger Kommentar. Die Prinzessin hielt sich die Hand an die Stirn, dann stieß sie kurz entschlossen den Koopa-König von sich weg. Sie wusste genau, dass dieser sie in ein paar Sekunden wieder packen würde, doch diese paar Augenblicke waren absolut ausreichend, um zu rufen: »Baby Mario, 2 Blöcke links von dir ist eine Cape-Feder. Die habe ich da vor 20 Jahren für deinen Vater deponiert.« »Hältst du wohl die Klappe?«, fluchte Bowser und hielt Peach schnell den Mund zu. Doch es war schon zu spät. Die Prinzessin hatte bereits alles gesagt, was sie zu sagen hatte. »Danke, ich verstehe«, rief Max glücklich und schlug an den übernächsten Block links von ihm, worauf sich aus dem steinernen Würfel tatsächlich eine Feder erhob. »Schnapp sie dir«, feuerte Yoshi den Jungen von unten an. »Verhindert das«,
befahl Mauser seinen Scheigeiß. »Pustet die Feder weg!« Wie auf Kommando richteten alle Scheigeiß und Kupatrupas daraufhin den Kopf in den Himmel und pusteten, was das Zeug hielt. Doch die Feder war zu weit oben, so daß es ihnen nicht gelang, sie fortzublasen. Max hingegen gelang es, die Feder mit der Hand zu berühren, woraufhin wie durch Zauberei ein gelbes Cape auf seinem Rücken erschien. Der Junge wusste zwar, dass Yoshi von unten erneut Instruktionen gab, doch jetzt wollte Max auch selbst einmal Held sein. Er ließ sein Gedächtnis ein bisschen arbeiten und erinnerte sich an Super Mario World, ein klassisches Mario-Abenteuer für das Super Nintendo. Was Papa geschafft hat, das kann ich auch, beschloss Max, nahm seinen ganzen Mut zusammen und sprang in die Tiefe. Ihm fielen sofort die entsetzten Gesichter von Yoshi und Peach auf, doch das war ihm egal. Mit den Händen tastete er nach den unteren Zipfeln seines Capes, und als er diese schließlich fest im Griff hatte, sammelte er sein ganzes Gewicht unter dem Cape und plumpste so mit voller Wucht auf dem Boden. Dem Jungen selber passierte dabei nichts, da das Cape seinen Sturz gebremst hatte. Die Koopa-Troopas und Shy Guys waren jedoch allesamt besiegt, da das Erdbeben zu viel für sie war. »Tja, Bowser«, meinte Max, nachdem er kurz die Lage gecheckt hatte. »Jetzt sind wir 3 gegen 2. Yoshi, Peach und ich gegen dich und deine missratene Riesenratte. Willst du nicht lieber aufgeben?« »Mauser, die Bomben«, war Bowsers einziger Kommentar. »Bomben?«, erschrak Max. »Oh, verdammt! Meint er jetzt etwa die Teile, die ich in Super Mario Bros. 2 nie abwehren konnte?« »Naja«, lächelte Yoshi, während Mauser bereits die Bomben aus seinen Taschen zog. »In Super Mario Bros. 2 hattest du doch auch kein Cape an, oder?« »Gibt es in Super Mario Bros. 2 etwa ein Cape?«, wollte Max daraufhin verwirrt fragen, wurde jedoch nach dem »Gibt es?« von Yoshi mit der Frage »Bist du schwindelfrei?« unterbrochen. Da der Junge nicht sofort verneinte, fasste der Krötosaurier das als ein Ja auf. »Let it rip«, rief er und drehte Max, der gar nicht wusste, wie ihm geschah, schnell im Kreis. Die Bomben, die keine 2 Sekunden später ankamen, wurden von dem wirbelnden Cape getroffen und zurück an den Absender geschleudert, wo sie mit einem lauten Knall explodierten. Die Zeit, die der darauf folgende Qualm brauchte, um sich zu verziehen, nutzte Yoshi, um Max und Peach auf seinen Rücken zu setzen und dann schleunigst das Koopa-Königreich zu verlassen. »Paragumba«, röchelte Bowser mit letzter Kraft, »flieg dieser kleinen Nervensäge hinterher und finde alles über ihn heraus, vor allem seine Schwachpunkte.« Daraufhin flatterte aus dem obersten Fenster der Festung ein geflügelter Gumba, um Max, Yoshi und Peach zu verfolgen, während sich 7 Stockwerke weiter unten Bowser und Mauser zurück in die Burg schleppten. Hinter sich schlossen sie das hölzerne Tor mit einem lauten Knall. Super Mario, 30 Jahre später. Kapitel 4 – Zurück in der Zeit. Als der Junge, der Krötosaurier und die Prinzessin wieder am Schloss ankamen, wurden sie von Mario und Toad bereits mit viel Trara empfangen. Der alte Klempner und der Pilzkopf hatten schon geahnt, dass Max es schaffen würde, und daher hatten sie eine kleine Party vorbereitet. So stand bereits ein Kuchen auf dem Tisch und ein paar Girlanden hingen zwischen den Wänden. »Das hast du großartig gemacht, Max«, lobte Mario seinen Sohn glücklich. »Und du warst sogar wesentlich schneller als ich bei meinem ersten Versuch.« »Und jetzt futtern wir den Kuchen«, freute sich Yoshi.
Gemach, gemach, besänftigte ihn Peach. Zuerst einmal will ich die Flagge des Retters hissen, die seit Anbeginn der Zeit die Ankunft neuer Helden verkündet. Das letzte Mal wurde diese Flagge vor rund 50 Jahren für Mario und Luigi gehisst, erklärte Toad. Stolz öffnete Peach einen alten Schrank, den Toad seit besagten 50 Jahren nicht mehr von innen gesehen hatte, und holte eine Flagge heraus, die einen weißen Pilz mit blauer Umrandung auf rotem Grund zeigte. Marios Meinung nach unterschied sich die Flagge nicht von der Fahne, die sonst immer am Flaggenmast baumelte. Doch für Peach und Toad mussten da gewaltige Unterschiede bestehen. Jedenfalls öffnete Peach das Fenster, das sich direkt über dem Flaggenmast befand, und ließ vor Schreck die Flagge fallen. Auf dem Flaggenmast saß nämlich der Paragumba. »Ein Gumba«, bemerkte Mario geistesgegenwärtig. »Peach, einen Pilz bitte!« »Lass nur«, winkte Yoshi sich schon die Lippen leckend ab. »Ich kümmere mich da schon drum.« »Nein«, rief Max und stellte sich seinem Vater und dem Krotosaurier in den Weg. »Den mache ich alle. Ich muss schließlich in Übung bleiben.« Während Mario und Yoshi noch über diesen Ausspruch staunten, war Max bereits auf das Fenstersims geklettert und begann nun, mit den Fäusten nach dem Paragumba zu schlagen, genauso wie es sein Vater bereits in Super Mario 64 getan hatte. Heißes Pflaster, bemerkte der Gumba, nachdem die Faust des Jungen ihn bereits zum zweiten Mal nur knapp verfehlte. »Ich mach mich besser rar.« Mit diesen Worten erhob sich das braune Fellknäuel mit den Flügeln flatternd in die Luft und somit aus Max Reichweite. »Verflixt«, schimpfte Max. »Er ist mir entkommen, weil ich ihn nicht getroffen habe.« »Macht nichts«, lobte Mario seinen Sohn, während Peach die Flagge an den nun freien Flaggenmast hängte. »Was zählt, ist der gute Wille. Noch letzte Woche wärst du schreiend davongelaufen.« »Stimmt«, sagte Max stolz. »Und nächstes Mal mache ich das Vieh vollständig platt.« »Was anderes erwarte ich von dir auch nicht«, lachte Mario. »So, die Flagge hängt«, wechselte Peach das Thema, während sie das Fenster wieder schloss. »Jetzt können alle Bewohner von Toad City an unserer Freude über einen neuen Helden teilhaben.« Mario war es zwar immer noch schleierhaft, was diese Flagge von der unterschied, die dort sonst immer hing, aber gut, das ging ihn eigentlich auch nichts an. Was ihn hingegen sehr wohl etwas anging, war der leckere One-Up-Pilzkuchen, der auf dem Tisch stand und darauf wartete, verspeist zu werden. Der Paragumba kam inzwischen wieder in Bowsers Festung an. Als er durch das Fenster nach drinnen flatterte, saß der König der Koopas gerade auf seinem Thron und schmollte. »Meister Bowser«, fragte der Paragumba vorsichtig. »Was ist?«, grunzte Bowser ungehalten. »Hast du etwas herausgekriegt?« »So gut wie nichts«, sagte der Paragumba, während er sich auf der Rückenlehne des Throns niederließ. »Bis auf eine sehr entscheidende Kleinigkeit in letzter Sekunde.« »Na dann raus damit«, befahl Bowser. »Aber ein bisschen plötzlich.« »Passt auf, Meister Bowser«, sagte der Paragumba und begann zu erzählen. »Ha«, lachte Bowser daraufhin, »das ist die beste Nachricht, die mir jemals ein Gumba überbracht hat.« »Ich bin aber ein Paragumba«, erklärte dieser. »Das ist mir sowas von egal«, raunzte Bowser ihn an, um anschließend in den Keller zu laufen. Dort riss er eine alte Tür auf. Noch mit geschlossenen Augen betrat der Echsenkönig den dahinterliegenden Raum. »Hoffentlich ist sie noch da«, dachte er und öffnete langsam die Augen. Und tatsächlich, sie war noch da. Die Rede war von der Zeitmaschine, aus dem Super Nintendo-Klassiker Mario's Time Machine. »Wenn das Teil nach so vielen Jahren immer noch seine Dienste tut, dann habe ich so gut wie gewonnen«, freute sich Bowser und legte einen kleinen Schalter um.
Die Zeitmaschine begann kurz zu rumpeln und gab schließlich ein zufriedenes Piepsen von sich. Sie funktionierte noch. »Jetzt muss ich nur noch das richtige Datum einstellen«, freute sich Bowser, während er begann, an verschiedenen Rädern zu drehen. »Eine Woche sollte zwar eigentlich genügen, aber ich gehe lieber kein Risiko ein. Lieber mehrere Jahre. Ebenso, dass der Spaghetti-Klempner schon zu alt, aber sein Nachwuchs noch zu jung ist.« »Weder eine Woche noch mehrere Jahre, mein Lieber«, unterbrach plötzlich eine weibliche Stimme aus Richtung Tür Bowsers Siegesmoment. »Wer war das?« rief der Koopa-König und fuhr herum. »Ich«, erklärte ein Yoshi-großer rosa Dinosaurier mit einer Trompete anstelle der Nase. »Du bist doch Birdo«, schimpfte Bowser. »Das Mistvieh, das damals auf die gute Seite gewechselt ist, weil es sich in Yoshi verknallt hat.« »Genau«, bestätigte Birdo. »Das Mistvieh. Gut, dass ich den heimtückisch grinsenden Paragumba gesehen habe und ihm sicherheitshalber gefolgt bin. Du heckst mir hier keinen fiesen Plan mehr aus, solange Tante Birdo aufpasst.« »Und wie willst du mich daran hindern?« fragte Bowser hämisch grinsend. »So zum Beispiel«, lächelte Birdo und spuckte ein Ei auf die Zeitmaschine, wodurch das Datum von 2025 auf 25 umgeschaltet wurde. Das Ei hingegen prallte an der Zeitmaschine ab und flog nun durch die Tür und in hohem Bogen aus dem Schloss. »Oh Mann«, stöhnte Bowser, »jetzt darf ich wieder satte 2000 Jahre hochschalten. Wie das dauert! Ich hasse diese veraltete Technik, die Ludwig mir damals untergejubelt hat.« »Dann hast du ja jetzt erst mal eine Weile zu tun«, lächelte Birdo zufrieden und setzte sich gemütlich auf einen Karton, der in der Ecke stand. Bowser kochte vor Wut. Am liebsten hätte er Birdo eigenhändig den Hals umgedreht. Doch das ging jetzt nicht, da er die Zeitmaschine jetzt erst mal wieder Jahr für Jahr nach oben schalten musste. Es dauerte eine gute Stunde, bis sich Bowser ins 20. Jahrhundert vorgearbeitet hatte. Aber nun, da sein Erfolg wieder in greifbare Nähe rückte, kehrte auch seine gute Laune zurück. Nur noch wenige Jahre fehlten, dann konnte er endlich seinen neuesten Plan in die Tat umsetzen. »Halt«, rief in diesem Moment eine wohlbekannte Kinderstimme von hinten. »Keine Bewegung, du scheußliches Reptil!« Die Stimme gehörte Max, und der Kleine war nicht allein. »Fast richtig«, korrigierte Yoshi, der neben dem Jungen stand. »Dein Vater hat immer schleimiges Reptil gesagt.« »Was zum Teufel sucht ihr denn schon wieder hier?« fluchte Bowser. »Ganz einfach«, erklärte Yoshi und zuckte das Ei, das Birdo vor ungefähr einer Stunde gespuckt hatte. »Dieses Gagak hier ist in hohem Bogen«, und mit lautem Klirren, fügte Max ein, »durch ein Fenster in Peachs Schloss geflogen«, fuhr Yoshi fort. »Tja, das war unser vereinbartes Signal für den Fall, dass es Probleme gibt. Und wie du siehst, haben Max und ich da sofort drauf reagiert. Und jetzt rück lieber gleich mit der Sprache raus. Was hast du diesmal wieder vor?« »Wenn du es genau wissen willst«, fauchte Bowser, »ich werde das Übel im Keim ersticken. Und jetzt tschüss, man sieht sich. Oder auch nicht mehr. Mit diesen Worten schaltete Bowser die Zeitmaschine ein und wollte gerade 10 Jahre weit in die Vergangenheit verschwinden. »Das lässt du bleiben«, rief Yoshi zeitgleich mit Birdo, die gerade aufgesprungen war und sich nun zu Max und dem Krotosaurier gesellt hatte. Die beiden Dinosaurier überlegten nicht lange, sondern stürzten sich mit ihrem vollen Gewicht auf Bowser. »Und, was soll ich machen?« fragte Max, nachdem er seinem grünen Freund und dessen rosa Freundin ein paar Sekunden lang beim Ringkampf gegen den König der Koopas zugesehen hatte. »Am besten irgendwie die Zeitmaschine ausschalten oder noch besser zerstören«, rief Yoshi, während er Bowser ins Gesicht trat und gleichzeitig dessen Feueratem aufzwich.
denn was immer er damit auch vorhat, es wird garantiert nichts Gutes sein. Okay, sagte Max zögernd und ging zu dem großen goldenen Apparat, an dem es von komplizierten Schaltern nur so wimmelte. Also ausschalten, wiederholte der Junge. Mal überlegen. Wahrscheinlich geht das mit diesem großen goldenen Knopf hier. Zwar wusste Max nicht, ob der Knopf, den er entdeckt hatte, der richtige war, doch es blieb ihm nichts anderes übrig, als es einfach auszuprobieren. Und so drückte er den Knopf. Die Zeitmaschine begann daraufhin zu surren und zu blinken. »Was passiert jetzt?« fragte Birdo verwirrt. »Du hast sie gestartet«, schrie Bowser. »Aus meiner Reichweite, ihr Quälgeister! Aber schnell!« »Wieso denn das?« wollte Max noch fragen. Doch bevor er dazu kam, war es schon geschehen. Die Zeitmaschine hatte nicht nur den König der Koopas, sondern auch den Jungen, sowie Yoshi und Birdo, mit auf ihre Reise genommen. Alle vier landeten ziemlich benommen auf einem freien Stück Wiese. »Wo sind wir hier?« fragte Max, nachdem er sich ein wenig umgeschaut hatte. »Im Pilzewunderland, denke ich«, schlug Yoshi vor. »Die Frage ist eher, wann sind wir?« »Das ist alles eure Schuld«, fluchte Bowser. »Ich hab 2025 eingestellt. Aber garantiert hat eins von euch Trampeltieren kurz vor unserer Abreise noch das Jahr verstellt.« »Jetzt erklär uns aber erstmal, was du im Jahr 2025 überhaupt vorhattest«, rief Max und fügte wenige Sekunden später an Yoshi gewandt hinzu. »Übrigens, 2025, das ist mein Geburtsjahr.« »Glaub ich nicht«, flüsterte Yoshi zurück. »Aber das soll dir dein Vater mal genauer erklären.« »Hey«, rief Birdo, »plaudert hier nicht, unser Bowser haut uns nämlich gerade ab.« Sofort schickte der rosa Dinosaurier ein Ei hinterher, doch Bowser war schon zu weit weg, um noch getroffen zu werden, und verschwand in dem kleinen Wäldchen, das die Wiese, auf der sich unsere Freunde befanden, von Toad City trennte. »Auch wenn er uns nicht verrät, was er vorhat«, beschließ Yoshi, »verhindern sollten wir es auf jeden Fall. Los, hinterher!« »Genau«, stimmte Max zu und sprang auf Yoshis Rücken. »Der setzt keinen seiner teuflischen Pläne mehr in die Tat um, solange wir da sind.« »Der Kleine ist ja neuerdings mit Feuereifer bei der Sache«, sagte Yoshi zu Birdo, während er bereits losrannte. »Ist aber auch gut so.« Unterdessen hatte Bowser bereits das andere Ende des Wäldchens erreicht. Der Echsenkönig staunte nicht schlecht, als sich vor ihm plötzlich der Tennisplatz ausbreitete, der eigentlich seit über 20 Jahren nicht mehr existierte. Doch da war er nun, und vor einem großen Publikum, das vorwiegend aus Pilzleuten bestand, schwang ein Mario in seinen besten Jahren den Schläger gegen Donkey Kong. »Das gibt's doch nicht«, stöhnte Bowser fassungslos. »Da muss irgendwer gehörig was an der Zeit eingestellt haben. Verdammt, ein Mario fit wie ein Turnschuh, der mich schon damals immer alle gemacht hat.« »Gibt's ein Problem, Bowser?« fragte Birdo, die nun zusammen mit Max und Yoshi ebenfalls aus dem Wäldchen trat. »Seht ihr doch«, jammerte Bowser, »hier wollte ich gar nicht hin.« »Na, wo ist denn da das Problem?« lächelte Yoshi. »Dann verschwinde doch einfach wieder in deine Zeit und versuch es nochmal.« An Max gewandt fügte er leise hinzu, »aber bevor er dazu kommt, es nochmal zu versuchen, nehmen wir dann seine Zeitmaschine komplett auseinander.« Doch Max hatte gar nicht zugehört. Er sah nur staunend hinüber ins Publikum, wo neben Luigi, Peach, Toad und Yoshis früherem Ich auch ein Baby mit roter Mütze saß. »Stimmt was nicht?« fragte Yoshi verwirrt. »Das da hinten«, versuchte Max fassungslos zu erklären und zeigte auf das Baby. »Das bin doch ich!« »Ach du heiliges Lieschen«, erschrak Yoshi, nachdem er in diese Richtung geschaut und das Baby ebenfalls entdeckt hatte. »Stimmt!« »Ja, aber«, fragte Max, »was hat das alles zu bedeuten? Mein Vater ist noch viel jünger, als er bei meiner Geburt war, und ich bin trotzdem schon da? Das ist doch vollkommen unlogisch!« »Du weißt es, Yoshi«, sagte Birdo. »Willst du es ihm erklären?« »Nachher«, rief Yoshi erschrocken.
Zuerst müssen wir Baby Mario retten. Wieso? Fragte Max verwundert. Ich bin doch... Oh, verstehe. Bowser stapfte auf den Tennisplatz, als wäre es das Normalste von der Welt, direkt auf Baby Mario zu. Das ist zwar nicht ganz der Plan, den ich im Sinn hatte, aber er klappt trotzdem, freute er sich innerlich. Und wenn Mario, Luigi und die anderen mir 5-mal überlegen sind, ich muss nur diesem Baby den Hals umdrehen und dann schnell wieder in das Jahr 2035 abhauen, bevor sie mich richtig angreifen können. Und schon bin ich alle meine Probleme los. Und das Pilzewunderland wird vor mir um Gnade winseln. Super Mario, 30 Jahre später. Kapitel 5: Die Geschichte von Baby Mario. Wir müssen sofort eingreifen, rief Max verzweifelt. Sonst bringt er mich noch um. Wir können aber nicht eingreifen, versuchte Yoshi hastig zu erklären, weil man bei einer Zeitreise in die Vergangenheit auf keinen Fall sich selbst begegnen darf. Warum nicht? Fragte Max. »Frag mich was Leichteres«, verzweifelte Yoshi. »Angeblich soll dann das ganze Universum in sich zusammenstürzen. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das jetzt zu testen.« »Ihr verschwindet im Wald«, bestimmte Birdo. »Ich kümmere mich um Bowser. Schließlich ist mein früheres Ich nicht anwesend.« Bevor Yoshi und Max etwas dazu sagen konnten, wurden sie von Birdo bereits in den Wald gestoßen. Bowser hatte bereits Mario, Luigi und das frühere Ich von Yoshi mit mehreren Hämmern vorübergehend außer Gefecht gesetzt, da er überraschend aufgetaucht und die Helden somit unvorbereitet erwischt hatte. Nun wollte er gerade nach dem Säugling greifen, als hinter ihm eine wohlbekannte Stimme ertönte. »Dreh dich doch mal um, Bowser!« »Wer ist da?« fragte Bowser und drehte sich, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte, ganz automatisch um. Nun blickte er genau auf Birdos mächtigen Riechkolben. »Oh, oh«, war alles, was der König der Koopas daraufhin noch herausbekam, bevor ihm ein Ei mitten ins Gesicht donnerte. »Peach«, brüllte Birdo der vor Schreck wie gelähmt am Spielfeldrand stehenden Prinzessin zu. »Schnapp dir Baby Mario und hau ab, so schnell du kannst!« »Jawohl«, rief Peach, nahm das Kind in den Arm und lief in Richtung ihres Schlosses. »Auf der Stelle hier geblieben«, fluchte Bowser, der sich bereits wieder aufgerappelt hatte und wollte hinterhereilen. »Du bleibst hier, Freundchen«, bestimmte Birdo kurzerhand und schoss ein weiteres Ei in Richtung Bowser. »Diesmal nicht«, lachte Bowser, der nun auf so etwas vorbereitet war. Schnell griff er nach einem der herumliegenden Tennisschläger und spielte damit das Ei zurück an den Absender. »Das Spiel kann man auch zu zweit spielen«, bemerkte Birdo und schnappte sich ebenfalls einen Tennisschläger. »Sehr gut«, sagte Yoshi, der zusammen mit Max die ganze Szene vom Wald aus beobachtete, beruhigt. Die beiden sind jetzt wohl eine Weile beschäftigt. »Können wir Papa, Luigi und dich einfach so da rumliegen lassen?«, fragte Max und guckte hinüber zu den drei bewusstlosen Nintendo-Stars. »Warum nicht?«, meinte Yoshi schulterzuckend. »Wir haben's ja überlegt. Sonst stünde ich jetzt nicht vor dir. Ich glaube, die Zeit wäre sinnvoller verbracht, wenn ich dir jetzt mal etwas über deine Vergangenheit erzähle.« »Okay«, meinte Max, der nebenbei noch immer das Tennismatch verfolgte und glaubte nun zu wissen, wie Birdo und Bowser zu Mario Tennis gekommen waren. »Aber ich dachte eigentlich immer, da gäbe es nicht viel zu erzählen.« »Dann fangen wir doch mal andersrum an«, beschloss Yoshi. »Was weißt du so alles über dich?« »Also«, begann Max,
Ich wurde 2025 ganz normal in Pisa geboren und wuchs dann mit meinem Vater in Fungo Sitta auf. Es war eine ganz gewöhnliche Kindheit mit Schule, Hausaufgaben und Freunden, mit denen man allen möglichen Unfug anstellt. Das einzige Ungewöhnliche war, dass mein Vater, also Mario, darauf bestanden hat, dass ich regelmäßig Nintendo-Spiele zocke. Aber da weiß ich ja inzwischen auch, warum er das gemacht hat. Okay, sagte Yoshi. Eine sehr schöne Geschichte, nur leider vollkommen verkehrt. Und wie war's dann? Fragte Max. Pass auf, erzählte Yoshi. Wir schreiben hier im Moment das Jahr 2001. Du bist seit Weihnachten 2000 auf der Welt, also vielleicht ein Vierteljahr alt. Moment, protestierte Max lautstark. Ich kann doch nie im Leben 2000 geboren sein. Da wäre ich ja schon 35 Jahre alt. Das hat alles seine Richtigkeit, erklärte Yoshi. Du hast die ersten Jahre im Pilzewunderland verbracht, wo die Zeit sehr langsam verstreicht, so dass du gute 20 Jahre lang ein Baby warst. Als ihr dann nach Italien gezogen seid, hat Mario dein Geburtsjahr auf 2025 festgelegt, damit sich niemand über ein 35-jähriges kleines Kind wundert. Das leuchtet ein, musste Max schmunzelnd zugeben. Er stellte sich gerade vor, wie es wohl aussähe, wenn er als 35-jähriger Mann in der Grundschule sitzen und die Buchstaben und Grundrechenarten lernen würde. Und geboren wurdest du übrigens auch nicht, fuhr Yoshi fort. Du wurdest vom Storch gebracht. Am Abend des Tages, an dem Mario am Mittag erfahren hatte, dass sein Vater Francesco im 101. Lebensjahr verstorben war. Was ich im Übrigen ziemlich merkwürdig finde, wo doch inzwischen jeder weiß, wo Babys herkommen. Auf weitere Details gehe ich mal lieber nicht ein, aber der Storch bringt sie auf jeden Fall nicht. Noch nicht einmal hier im Pilzewunderland. Und warum wurde ich dann vom Storch gebracht? Fragte Max verwirrt. Das weiß ich ja auch nicht, sagte Yoshi. Aber jetzt, wo ich so darüber nachdenke, fällt mir wieder ein, dass auch dein Vater damals schon vom Storch gebracht wurde. Nur mit dem Unterschied, dass er nicht seine früheren Jahre im Pilzewunderland verbrachte. Stattdessen zogen seine Eltern nach ein paar Wochen mit ihrem Nachwuchs nach Rom und später dann dein Vater und sein Bruder nach Brooklyn. Also stammt meine ganze Familie ursprünglich aus dem Pilzewunderland? Fragte Max inzwischen vollkommen durcheinander. Das weiß man nicht, musste Yoshi zugeben. So weit zurück konnte bisher noch nicht geforscht werden. Es gibt lediglich noch ein Gerücht, dass dein Großvater vor knapp 110 Jahren bereits das Pilzewunderland vor einem riesigen Freigei gerettet hat. Aber darüber weiß man so wenig, dass es weder in den Geschichtsbüchern steht, noch von Nintendo als Spiel umgesetzt wurde. Aha, meinte Max und fasste anschließend noch einmal die ganze Geschichte in seinen eigenen Worten zusammen, um sicher zu sein, dass er alles richtig verstanden hatte. Genau das war der Fall, wie ihm Yoshi am Ende der Geschichte bestätigte. Nun, da Max mehr oder weniger wusste, wie seine Vergangenheit wirklich aussah, wandten er und der grüne Krötosaurier sich wieder dem Tennisspiel zu. Sie sahen gerade rechtzeitig wieder hin, um Bowser, inzwischen völlig erschöpft, beim Zusammenbrechen am Boden zu beobachten. »Ich kann nicht mehr«, stöhnte der König der Koopas. »Du bist ein verdammt harter Gegner.« »Weiß ich«, sagte Birdo. »Du hast mich aber auch ganz schön ins Schwitzen gebracht.« Der rosa Dinosaurier wischte sich den Schweiß von der Stirn, während Yoshi und Max aus dem Wald traten. »Na dann«, meinte Max, »kehren wir wohl besser mal in die Gegenwart zurück, oder?« »Richtig«, stimmte Yoshi zu und sah zu den am Boden liegenden Nintendo-Helden und dann hinauf zu Peachs Schloss. »Ich find's nur schade, dass wir uns weder von Baby Mario verabschieden können, noch warten, bis diese drei hier wach werden. Aber dann würden wir uns selbst begegnen und das dürfen wir ja nicht.« »Stimmt«, sagte Birdo. »Also lieber schnell zurück in die Gegenwart, aber...« »Vorher muss ich noch kurz was erledigen.« »Aha«, fragte Yoshi interessiert. »Und was?« »Wirst du sehen«, lächelte Birdo, während sie einen Zettel und eine Feder zückte. »Oder besser gesagt, du hast es schon längst gesehen.« Max schaute Birdo beim Schreiben neugierig über die Schulter,
wodurch auch Yoshi immer neugieriger wurde. Und schließlich schaute er, gute Manieren hin oder her, ebenfalls über die Schulter des rosa Dinosauriers. Auf dem Papier, das Birdo gerade geschrieben hatte, waren folgende Zeilen zu lesen. Hallo Mario, Luigi und Yoshi. Keine Angst, Baby Mario ist in Sicherheit, nämlich in Peachs Schloss. Falls ihr euch durch die schweren Hammerschläge nicht mehr an alles erinnert, Bowser hat das Tennisturnier gesprengt und wollte Baby Mario ermorden. Er hat euch so geschickt überrascht, dass er euch mit Hämmern K.O. schlagen konnte, bevor ihr überhaupt an Gegenwehr denken konntet. In letzter Sekunde tauchte ich auf und besiegte das hässliche Reptil. Wenn ihr Lust habt, dass wir uns mal wieder treffen, ich lebe momentan in Subcon im Adlerkopf des Scheigeitals. Es tut mir übrigens leid, was ich euch bei unserer letzten Begegnung vor 12 Jahren angetan habe, aber ich stand damals unter dem Einfluss von Wart. Jetzt habe ich mich gebessert. Schönen Gruß, eure Birdo. Ach so, rief Yoshi und schlug sich die Hand an die Stirn. Der Brief ist das. Gut, dass du daran gedacht hast. Wieso? Fragte Max verwirrt. Ganz einfach, erklärte Yoshi. Als wir dann kurz darauf, also in etwa 10 Minuten, aufgewacht sind, hat es mich brennend interessiert, wer diese Birdo ist. Denn ich war ja damals in Subcon nicht dabei. Und nachdem Mario und Luigi sich geweigert hatten, da nochmal hinzugehen, bin ich eben alleine losgestapft. Birdo hat mich dann mit einer großen Schale voller Gumba-Kekse empfangen und es wurde ein sehr gemütlicher Nachmittag. Das war, wenn ich mich recht entsinne, der Beginn unserer Freundschaft, lächelte Birdo. Denke ich auch, lächelte Yoshi zurück. Aber jetzt sollten wir vielleicht trotzdem endlich mal in die Gegenwart zurückkehren. Und wie stellen wir das an, wollte Max wissen. Nun, begann Birdo zu erklären, hob den Arm des geschwächten Bowsers an und streckte dessen Zeigefinger aus. Derjenige, der die Zeitreise in Gang gesetzt hat, muss mit dem Finger geradeaus zeigen und dabei Return sagen, fuhr Yoshi fort, während er Bowsers Lippen so formte, als ob sie das Wort Return aussprechen würden. Tatsächlich wurden daraufhin alle 4 Zeitreisenden von einem weißen Nebel zurück in das Jahr 2035 und in Bowsers Schloss vor die Zeitmaschine teleportiert. Tja, sagte Yoshi und legte die Monsterschildkröte unsanft in die Ecke. Wollen wir? Wollen wir, stimmte Birdo entschlossen zu. Also dann, riefen die beiden Dinosaurier und begannen, ein Ei nach dem anderen auf die Zeitmaschine zu werfen, bis diese schließlich in ihre Einzelteile auseinanderfiel. So, sagte Yoshi schließlich und betrachtete stolz die glänzenden Trümmer. Die macht uns keinen Ärger mehr. Ich glaube, Bowser hatte tatsächlich vor, Baby Mario in der Vergangenheit zu erledigen, damit er seine anstehenden Probleme mit Max in der Gegenwart von Anfang an aus dem Weg geräumt hat. Ja, grinste Max. Aber das ist dem guten Onkel ja nun nicht gelungen. Und wir werden dafür sorgen, dass es ihm auch nie gelingen wird, sagte Birdo entschlossen. So ist es, stimmte Yoshi zu. Aber jetzt gehen wir lieber erstmal wieder zurück ins Schloss. Daraufhin stieg Max auf den kleinen Krötosaurier und die 3 Freunde verließen Bowsers Festung und ritten der Abendsonne entgegen. Na, wartet, stöhnte Bowser, der alles, was eben geschehen war, natürlich mitgekriegt hatte und nun erstmal versuchte, wieder aufzustehen. Euer Abenteuer ist noch nicht vorbei. Das schwöre ich euch. Mario, 30 Jahre später. Kapitel 6: Übermacht.
Erneut kamen Yoshi, Birdo und Max am Schloss der Prinzessin an und einmal mehr wurden sie von Peach, Toad und Mario mit einer großen Party begrüßt. Mario staunte nicht schlecht, als sein Sohnemann ihm ausführlich erzählte, was er soeben erlebt hatte. Die Frage, ob es noch mehr zu erzählen gäbe, verneinte Mario, was Yoshi diesmal auch offiziell bestätigte. Max wusste nun wirklich alles, was er über sich zu wissen hatte. Und so dachte die Truppe nicht mehr weiter über die Vergangenheit des Jungen nach, sondern machte sich stattdessen über den Kuchen her. In Bowsers Festung hingegen herrschte nicht ganz so eitel Freude Sonnenschein. Während Lemmy und Larry widerwillig die Trümmer der Zeitmaschine wegräumten, ging Bowser im Zimmer auf und ab und raufte sich ab und zu das rote Haarbüschel auf seinem Kopf. »Ich hasse, hasse, hasse diese ganze verflixte Bande«, fluchte der Koopa-König. »Was immer ich auch anstelle, nie schaffe ich es. Nie!« »Schon mal daran gedacht, dass das vielleicht an deiner Dummheit liegen könnte?«, grinste Lemmy, woraufhin er den Werkzeugkasten ins Gesicht bekam. »Nein!« grummelte Bowser anschließend. »Schuld ist einzig und allein dieser Baby Mario. Wie zum Teufel kann einem ein 10-jähriges Kind nur so viel Ärger bereiten? Mario wäre ja gar nicht mal das Problem. Yoshi und Birdo auch nicht, aber dieser kleine Satansbraten.« »Schon mal daran gedacht, Baby Mario zu entführen?«, meinte Larry beiläufig, während er Lemmy wieder auf die Beine half. »Wie jetzt?«, fragte Bowser verwirrt. »Naja«, erklärte Larry, dem erst jetzt auffiel, dass die Idee ja möglicherweise wirklich zu etwas gebrauchen war. »Vorhin hast du doch nur Peach entführt. Da kam dann Baby Mario und hat dich alle gemacht. Aber vorher im Schloss hast du den erwachsenen Mario mit Leichtigkeit beiseite geräumt.« »Stimmt«, überlegte Bowser mit seinen letzten verschrumpelten Hirnzellen. »Ich wusste gar nicht, dass du so klug bist. Ich muss Baby Mario entführen, dann kann logischerweise nur der alte Tata-Opa zur Rettung eilen. Den beseitigen wir dann mal schnell. Und dann kann der 10-jährige Plagegeist in meinem Kerker verschmoren, bis er 10-mal älter ist.« »Bleibt nur eine Frage offen«, meldete sich Lemmy wieder zu Wort. »Wie willst du es schaffen, Baby Mario zu entführen, wenn er dich doch immer alle macht?« »Oh, das lass mal meine Sorge sein«, grinste Bowser. »Wozu gibt es schließlich Koopa Troopas, Goombas und Shy Guys, die alle nur darauf warten, wieder für mich aktiv werden zu dürfen?« Im Pilzewunderland ging ein ereignisreicher Tag zu Ende. Die Sonne verschwand vom Himmel und machte Platz für den Mond und die 7 hohen Sterne. Mario brachte seinen Filius zu Bett, um dort kurz darauf auch selbst hinzugehen. Und auch Peach und Toad zogen sich in ihre Schlafräume zurück, während Yoshi und Birdo ein gemütliches Bett im Gästezimmer gerichtet bekamen. Im Nu waren alle Bewohner und Gäste des Schlosses in tiefen Schlummer gefallen. Anders sah es hingegen vor den Schlosstoren aus. Unter der ständigen Anweisung, sie sollen um Himmels Willen leise sein, versammelte Bowser dort Getier aus allen Ecken des Koopa-Königreichs. Nachdem er dann, es graute schon fast der Morgen, gut 200 Koopa-Troopas beisammen hatte, ließ er die Schildkröten eine Räuberleiter bis zum Fenster von Max Schlafgemach bilden. Weitere Koopa-Troopas kletterten an dieser Leiter hinauf und kletterten in das Zimmer, wo Max süß träumend in seinem Bett lag. »Psst«, sagte eins der Koopa-Troopas und zog Max vorsichtig die Bettdecke weg. 4 Koopa-Troopas, 2 Arme, 2 Beine, passt prima«, lautete die Erklärung einer anderen Schildkröte, wie man das Kind am besten wegtragen könne.
Genau so setzten sie es dann auch in die Tat um. Kurz vor dem Fenster kam es dann zu einem unerwarteten Zwischenfall. Max wurde wach. Doch das stellte kein Problem dar, denn an Flucht war nicht zu denken. Im Zimmer hatten sich inzwischen drei Big Boos breit gemacht, während unten eine Armee aus Koopa Troopas und Shy Guys stand, so groß, dass sie den gesamten Schlossgarten füllte. »Hilfe! Hilfe!« brüllte Max. »Papa! Yoshi! Birdo! Helft mir! Ich werde entführt!« »Tür blockieren!« sagte Bowser daraufhin völlig locker, woraufhin sich ein komplettes Team aus 11 Football Chucks vor das Tor stellte und es somit unmöglich machte, das Schloss auf normalem Weg zu verlassen. Gleichzeitig erhoben sich knapp 50 Fly Guys in die Luft, die sich gleichmäßig vor allen Fenstern verteilten. Man kann wirklich sagen, dass Peachs Schloss vorübergehend zum Gefängnis geworden war. »Was hast du mit mir vor, verdammt?« schimpfte Max, nachdem er die Räuberleiter hinabgeschleppt worden war und nun von Bowser gepackt wurde. »Nichts weiter«, lachte Bowser. »Ich entführe dich nur. Denk gar nicht erst an Gegenwehr. Wie du siehst, bin ich gut vorbereitet.« »Seit wann hast du so viele Viecher?« fragte Max. »Schon immer gehabt«, erklärte Bowser triumphierend. »Nur sind sie normalerweise über das ganze Land verteilt. Aber heute hast du die einmalige Ehre, sie alle auf einen Haufen erleben zu dürfen. »Verdammt nochmal«, murmelte Max. »Gegen so viel Geziefer bin ich machtlos. Und Yoshi, Birdo und Papa können mir nicht zu Hilfe kommen. Was mache ich jetzt nur?« »Die Klappe halten und mitkommen«, befahl Bowser. »Und nur damit du es weißt, dein Vater wird dir zur Hilfe kommen. Keine Sorge.« Wunderte sich Max nun noch mehr. »Aber wenn du doch schon so genau weißt, dass er mich befreien wird, warum entführst du mich dann überhaupt?« »Ich sprach von zur Hilfe kommen, nicht von befreien«, korrigierte Bowser. »Und jetzt halt mal die Klappe.« Mit diesen Worten drückte er Max einer fetten Piranha-Pflanze, Autry der Name, in die Ranken, die sich genau wie der Rest der Truppe in Bewegung setzte, zurück in Richtung Koopa-Königreich. Die mutierte Schildkröte persönlich ritzte noch schnell die Worte »da lang« und einen dicken Pfeil dazu in den Sand, dann sprang er in seine alte Clownkutsche und machte sich ebenfalls schnell rar. Und das keinen Augenblick zu früh, denn in diesem Moment kamen schon Mario, Yoshi und Birdo aus der nun ja nicht mehr blockierten Tür gestürmt. »Was zum Teufel war hier gerade los?« schimpfte Mario. Bowser und Audrey brachten Max zu einem Spukhaus und natürlich auch in dasselbe hinein. »Wohin genau bringen wir den Kleinen nun?« fragte Audrey, während sie ihre Blicke ringsherum durch das unübersichtliche Treppenhaus schweifen ließ. »Nirgends mehr«, sagte Bowser. »Er ist hier genau richtig. Siehst du den Käfig da oben?« Der Koopa-König zeigte an die Decke, wo ein alter, eiserner Käfig an einer Kette paumelte. »Da stecken wir das Plag jetzt rein!« »Gesagt, getan!« grinste Audrey und hiefte den hilflosen Max mit ihren Ranken bis in den Käfig, den sie anschließend fein säuberlich schloss und verschloss. Den Schlüssel schob sie sich dann zu allem Überfluss noch in den Rachen und schluckte ihn herunter. »Lecker!« fügte sie anschließend begleitet von einem kurzen Rülpser hinzu. »Fein«, freute sich Bowser. »Du hältst jetzt hier die Stellung. Ich sorge jetzt dafür, dass Mario auch wirklich hierher findet und trommle nebenbei noch ein paar Buhus zusammen. Die Armee kann nicht groß genug sein. Sicher ist sicher.« Mit diesen Worten stapfte die Riesenechse aus dem Haus, kletterte wieder in seine Clownkutsche und erhob sich über die Baumwipfel des das Haus umgebenden Waldes. Von dort aus sah er sich gründlich um und erspähte schon bald Mario und die beiden Dinosaurier, die über die angrenzenden Felder anspaziert kamen und nun am Waldrand stehen blieben.
Auf diesen Wald hier muss der Pfeil in Peaches Vorgarten gezeigt haben, beschloss Mario. Natürlich hatte er Bowsers Message im Sand sofort gesehen. Da drin steht aber ein Spukhaus, erschrak Yoshi. Und ich hab Angst vor Gespenstern, die kann man nämlich nicht auffressen. Aber man kann ihnen Eier ins Gesicht schmeißen, beruhigte Birdo ihren grünen Freund. Zwar auch nur, wenn man ihnen nicht direkt in eben dieses guckt, aber irgendwie über Bande geht es. Ich weiß, jammerte Yoshi. Das hab ich ja damals, als Mario noch ein Baby war, selber oft genug durchgemacht. Aber als wir dann im Dinosaurierland waren, fand ich erst langsam alt genug, um sich alleine um die Viecher zu kümmern. Hasenfuß war daraufhin Birdos einziger Kommentar. Jungs und Mädels, unterbrach Mario die Unterhaltung. Ich bin dafür, dass wir jetzt einfach mal in den Wald gehen. In dem Spukhaus gibt es sowieso nur normale kleine Buhus. Die sind nicht so schlimm, solange es nicht zu viele sind. Nein, grinste Bowser, der aus sicherer Entfernung alles mit angesehen und gut belauscht hatte. Es sind sicher nicht zu viele. Es sind viel zu viele. Er ließ seine Clownkutsche schnell wieder zwischen den Baumkronen verschwinden und rannte zurück ins Haus, um auf jeden Fall vor Mario und den anderen dort zu sein. Mehrere Buhus, die er in der Zwischenzeit zusammengesammelt hatte, flogen ihm hinterher. Während die kleinen Gespenster sich in den Wänden versteckten, legte sich Bowser im Obergeschoss auf einem Balkon auf die Lauer. Den Moment, in dem Mario und seine beiden Dino-Begleiter endlich die Tür öffnen und hereinkommen würden, konnte er schon gar nicht mehr abwarten. So siegessicher war er sich diesmal. Max hingegen konnte nichts weiter tun, als durch das Dachfenster zu starren und die langsam im Morgenrot untergehenden Sterne zu zählen. Von all dem hatten Peach und Toad keine Ahnung. Sie schliefen noch immer friedlich weiter. Super Mario, 30 Jahre später. Kapitel 7, die Stunde der Buhus. Wir sind da, sagte Mario und legte die Hand auf die rostige Klinke, um sie anschließend nach unten zu drücken. Mit einem lauten Knarzen zog er die Tür auf und betrat, gefolgt von den beiden Dinosauriern, das Spukhaus. Da oben ist ein kleiner Ja. Fiel Birdo auf und zeigte auf den Käfig an der Decke. »Hallo, Max!« »Papa!« rief Max begeistert. »Endlich bist du da! Bitte befrei mich!« »Genau dazu sind wir ja da«, meinte Yoshi. »Nur, wie kriegen wir den Käfig jetzt da runter? Hat jemand irgendwas zur Hand, das ich zu einem Ei machen kann? Ein Monster oder so?« »Zu einem Ei kannst du mich zwar nicht machen«, ertönte in diesem Moment eine fiese weibliche Stimme. »Aber ein Monster bin ich wohl, hehehe.« Aus einem kleinen Abgrund in der Mitte des Raumes, den die Freunde bis dahin gar nicht wahrgenommen hatten, erhob sich Audrey und legte sofort ihre dornigen Ranken rings um alle Wände, so dass an Flucht für Mario, Yoshi und Birdo ab diesem Moment gar nicht mehr zu denken war. »Tja, ihr könnt dann wohl mal rauskommen«, fuhr Audrey fort. »Es geht los!« Wie auf Kommando kamen hunderte kleine Buhus aus allen Wänden geschwirrt und bildeten einen Kreis um die Gruppe, die nichts weiter tun konnte, als hilflos zuzugucken. Zu guter Letzt tauchte schließlich noch Bowser höchstpersönlich auf seinem Balkon im ersten Stockwerk auf, kletterte auf die Brüstung, sprang hinab und stapfte auf Mario zu, blieb jedoch hinter den Buhus in Sicherheit, um keinen Angriff seitens des Klempners zu riskieren.
Bowser, rief Mario. Ich hätte wissen müssen, dass du dahinter steckst. Was ist das jetzt wieder für ein scheußlicher Plan? Deine Bestattung, sagte Bowser locker. Oder? Jep, stimmte Audrey zu. Die Blumen sind ja schon da. Und damit meine ich natürlich mich. Krümmt meinem Papa kein Haar, plärrte Max von oben hinab. Habt ihr das verstanden? Kein einziges. Oh, keine Sorge, lachte Bowser. Wir werden ihm was ganz anderes als die Haare krümmen. Buhus, schafft erst mal diese beiden ekligen Echsen beiseite. Die Buhus reagierten auf den Befehl unverzüglich. Jeweils drei von ihnen flogen auf Yoshi und Birdo zu, und das Erstgenannte mehrmals mit der Zunge nach ihnen schnappte, beeindruckte die kleinen Gespenster wenig. Sie packten die beiden Dinosaurier an den Armen und trugen sie nach oben, um sie zu Max in den Käfig zu stecken. Es muss irgendeine geheime Fähigkeit von ihnen gewesen sein, aber auf jeden Fall mussten sie dazu nicht einmal, wie Max es einen kurzen Moment lang gehofft hatte, die Tür öffnen. Stattdessen warfen sie Yoshi und Birdo durch die harten Gitterstäbe in ihr kleines Gefängnis. Kaum waren die Buhus wieder weg, waren die Gitterstäbe aber dann sofort wieder undurchlässig, wie Yoshi, Birdo und Max durch heftiges und dennoch erfolgloses Rütteln feststellen mussten. »Du willst also alleine gegen mich kämpfen?«, fragte Mario. »Von einem Kampf kann kaum noch eine Rede sein«, lachte Bowser. »Bei deinem Alter! Sagen wir lieber, ich bring dich einfach um!« Entschlossen steckte Mario die Hand in eine Hosentasche. »Was hast du da?«, fragte Bowser verwirrt. »Ach, nur einen Stern«, lächelte Mario. »Ich dachte eben so für den Fall der Fälle, weißt du?« »Lass den um Himmels Willen stecken«, erschrak Bowser. »Da können wir doch bestimmt auch friedlich drüber reden.« »Sicher können wir«, meinte Mario, während er, stolz auf seinen simplen Plöff, das Taschentuch in seiner Hosentasche fest umklammert hielt. »Lass Max, Yoshi und Birdo frei und lass uns alle vier gehen, dann werde ich den Stern heute wohl nicht brauchen.« »Von wegen«, protestierte Bowser. »Gut, ich lasse sie frei. Aber dafür lieferst du den Stern bei mir ab.« In seinem Hinterstübchen dachte er daran, dass Freilassen ihn nicht daran hinderte, sie wenige Minuten später allesamt wieder einzufangen. Die Macht des Sternes würde ihm das schon ermöglichen, und zur Not wimmelte der Wald ja immer noch von Buhus. Auch Mario ließ seine grauen Zellen kurz rattern, dann sagte er, »Geht in Ordnung, hol den Käfig runter, dann bekommst du den Stern.« Damit war Bowser sofort einverstanden. Es konnte wirklich nicht schaden, den Käfig schon jetzt zu senken. Es waren für den Notfall ja immer noch die Buhus und Audreys Ranken zwischen Mario und seinen Freunden. Und so veranlasste er, dass fünf der kleinen Geister das Miniaturgefängnis zum Boden holten. »Jetzt der Stern«, bestimmte Bowser. »Aber ein bisschen zackig.« »Den kriegst du«, rief Mario und zog sein Taschentuch aus der Hosentasche. »Hier, fang!« Mit diesen Worten warf er dem Koopa-König das Taschentuch mitten ins Gesicht und nutzte die wenigen Sekunden, die das kurzzeitig blinde Reptil braucht, um sich den Stofffetzen aus dem Antlitz zu reißen, um an ihm vorbeizulaufen, ihn in bewährter Super Mario 64-Manier am Schwanz zu packen, herumzuschleudern und schließlich auf Audrey zu pfeffern. Doch bei den letzten beiden Punkten blieb es leider nur beim Versuch. Das am Schwanzpacken ging zwar noch genauso gut wie immer, doch Mario hatte vergessen, wie sehr er in die Jahre gekommen war. Er schaffte es nicht, Bowser auch nur einen Millimeter zu bewegen. Bowser hingegen musste nur eine schwungvolle 180-Grad-Drehung hinlegen und schon flog Mario in hohem Bogen an die nächstbeste Wand, von wo aus er dann zu Boden rutschte und dort regungslos liegen blieb. »Papa«, schrie Max erschrocken, »geht es dir noch gut?« Mario reagierte nicht. Fassungslos klammerte sich Max an den Gitterstäben fest und starrte auf seinen Vater. Bowser stapfte auf den alten Mann zu und packte seinen Arm.
Der Tatterkreis lebt ja immer noch, fluchte er. Er hat noch Puls. Max, Yoshi und Birdo atmeten erleichtert auf. Na, dann wollen wir das doch mal ändern, lachte Bowser siegessicher und brach Mario den besagten Arm erstmal. Es handelte sich um den rechten. Dann hielt er sich den Klempner vor das Gesicht und überlegte grinsend. Hm, mit Feuer rösten, ihn platt trampeln, mit Hämmern erschlagen oder einfach auffressen. Wir müssen etwas unternehmen, schrie Max. Und zwar schnell. Das ist uns bewusst, verzweifelte Yoshi. Aber was? Ich meine, wir sind hier drin machtlos. Und um Hilfe aus Peachs Schloss anzufordern, haben wir zu wenig Zeit. Abgesehen davon, dass ich auch nicht wüsste, wie das gehen sollte. Spuck doch einfach ein paar Eier auf ihn, Birdo, schlug Max verzweifelt vor. Geht nicht, erklärte der rosa Dinosaurier. Dazu sind die Gitterstäbe zu eng. Zur Demonstration spuckte sie ein Ei mit geringer Kraft los, das tatsächlich nicht durch die Gitterstäbe passte, sondern stattdessen an einem der Stäbe abprallte und zu Boden fiel. »Dann musst du eben deinen Riechkolben da durchstecken«, bestimmte Max, packte auch sogleich Birdos Nase und führte sie zwischen zwei der metallenen Hindernisse. »Und jetzt spuck«, rief er. »Dann würde ich ersticken«, versuchte Birdo zu erklären. »Unsinn«, schrie Max Yoshis Freundin daraufhin mit extremer Lautstärke an. »Jetzt mach endlich, du feiges Huhn, oder gehörst du auch zu Bowser?« Gleichzeitig trat er Birdo kräftig in den Hintern, woraufhin sich tatsächlich ein Ei in Birdo bildete. Dieses blieb allerdings in Birdos Nase stecken, da es wirklich nicht durch die Gitterstäbe passte. Um nicht zu ersticken, zog Birdo ihre Nase schnell wieder nach drinnen, so dass das inzwischen schon halb zermatschte Ei auf dem Boden plumpsen und sich dort endgültig in Spiegelei verwandeln konnte. »Scheiße«, war Max einziger Kommentar. »Entschuldigung, Birdo, aber weißt du, ich...« »Macht nichts«, sagte Birdo. »Ich würde in deiner Situation wohl genauso handeln.« »Also lasst mich nochmal nachdenken«, sagte Yoshi. »Wir haben Bowser, der in wenigen Augenblicken deinen Vater umbringt, und dann noch die für uns unbesiegbare Riesen-Piranha-Pflanze da, sowie unzählige Buhus, von denen irgendwie niemand auf uns achtet. Ich fürchte trotzdem, dass wir nichts tun können.« »Jetzt gebt doch nicht gleich auf«, jammerte Max. »Können wir denn gar nichts machen, außer beten?« »Ich bin schon alle meine Attacken durchgegangen«, seufzte Yoshi. »Leider nein.« »Dann machen wir wenigstens das«, bestimmte Max. Und während er sah, wie Bowser seinen Vater mit beiden Händen direkt vor seinen Rachen hielt, offenbar hatte er sich für das Feuerspucken oder Auffressen entschieden, warf er sich auf die Knie, faltete die Hände und sah leise murmelnd den durch das kleine Fenster sichtbaren Morgenhimmel an. Das Pilzewunderland ringsum wurde gerade in ein beschauliches Morgenrot getaucht, was allen Beteiligten im Moment aber herzlich egal war. Yoshi und Birdo, die Max zunächst verwundert angesehen hatten, falteten ziemlich schnell ebenfalls die Hände. Zwar schweigend, aber dennoch wollten sie Max ein wenig unterstützen, bei was auch immer. Bowser riss sein Maul auf und schickte Mario eine erste Ladung Feuer ins Gesicht. Max konnte gar nicht hinsehen und so kniff er seine inzwischen tränenden Augen zusammen und presste auch die Hände noch fester aneinander. Mehrere hundert Kilometer über dem Ort des Geschehens schwebte eine Wolke, auf der ein kleines Pilzhaus stand. Darin stapelten sich ganze Packungen Storchenfutter in der einen Ecke, mehrere Aktenordner, die alle mit Marios Namen und einer Jahreszahl beschriftet waren, in der anderen. In der dritten Ecke fand man eine handelsübliche Warpröhre und in der vierten schließlich saßen Sonja und Raymond vor dem Fernseher und spielten Mario Party 13 auf der PlayStation DS. »Warte mal«, rief Raymond plötzlich und stellte auf Pause, indem er einfach den Controller aus der Hand legte. »Ich empfange ein kräftiges Signal von unten. Ich glaube, unser Mario ist in Gefahr.«
Na, der hat sich bisher aber wacker gehalten, meinte Sonja glücklich, ging zum Fenster, lehnte sich hinaus und sah nach unten. Wo andere Menschen nur eine dicke Wolkenschicht erkannt hätten, schien die Verkörperung der Sonne genau mitzukriegen, was sich mehrere hundert Kilometer tiefer gerade in dem Spukhaus abspielte. Auch Raymond kam ans Fenster. Und? Fragte er. Ja, stimmte Sonja zu. Keine Chance mehr. Also dann tun wir unseren Job. Mit diesen Worten zückte sie ihren Zauberstab und richtete ihn nach unten. Sag mal, warf Raymond schnell ein. Ja? Fragte Sonja. Du könntest bei der Gelegenheit nicht zufällig auch... Nun ja, du weißt schon, immerhin ist Baby Mario ja noch so klein. Schatz, er ist weit über 30 Jahre alt. Aber okay, dann weiß ich schon, was ich tun werde. Das wird schnell und schmerzlos für beide. Aber die Piranha-Pflanze und die Buhus räume ich nicht aus dem Weg. Gut, sagte Raymond. Besser als nichts. Dann wandte er sich wieder vom Fenster ab und griff nach einem Aktenordner, auf dem die aktuelle Jahreszahl stand. Sonja hingegen richtete ihren Zauberstab wieder nach unten und sprach einen Zauberspruch aus. Mario, 30 Jahre später. Kapitel 8, ein Ende und ein neuer Anfang. Während Max, Yoshi und Birdo ihre Blicke von den grausigen Geschehnissen abwandten, hatte Bowser größte Freude daran, Mario mit immer mehr Feuer regelrecht zu grillen. Lang allerdings konnte er sich daran nicht erfreuen, denn nur wenige Sekunden nachdem er angefangen hatte, schoss ein gewaltiger Blitz mit lautem Scheppern durch das Dach des Spukhauses und traf Bowser. Die Monsterschildkröte jaulte auf, ließ den verkohlten Mario fallen und fiel kurz darauf auch selbst auf den Boden. Tot, Herzstillstand. Die mehreren tausend Volt des Blitzes waren zu viel für ihn gewesen. War Max einziger Kommentar zu der Sache? Und der folgte auch erst nach einer sehr langen Minute. Er war genauso wie Yoshi, Birdo, Audrey und die Buhus bis dahin sprachlos gewesen. »Ist Bowser tot?« fragte ein Buhu vorsichtig. »Lasst mich mal nachgucken«, sagte Audrey und tastete mit ihren Ranken ein wenig auf dem König der Koopas herum. »Ja«, stellte sie dadurch fest, »nichts mehr zu machen.« »Dann muss ihn eben Kamek wieder zum Leben erwecken«, beschloss ein Buhu kurzerhand. »Jawohl«, stimmte ein weiterer Buhu zu. »Los, auf zu Bowsers Festung, wir sagen es Kamek!« Und auf einen Schlag schwirrten alle Buhus durch die Wand nach draußen und waren verschwunden. »Was haben die eigentlich alle mit ihrem blöden Bowser?«, schimpfte Max. »Viel wichtiger ist, wie es meinem Papa geht.« »Oh«, grinste Audrey. »Der sieht aus, als ob er ein bisschen zu lang auf dem Grill gelegen hätte. Lasst mich mal schauen.« Sie fuhr ihre Ranken erneut aus und tastete auch Mario ab, um kurz darauf auch dessen Tod zu bestätigen. »Nein«, rief Max, »das kann nicht sein, das darf nicht sein, das soll nicht sein. Ich meine, das ist doch Super Mario, der kann doch nicht einfach so sterben, verdammt nochmal.« »Tja«, meinte Audrey schulterzuckend. »Ist doch nicht mein Problem. Also dann frohen Hungertod noch!« Und mit diesen Worten zog sie sich wieder in das Loch, aus dem sie gekommen war, zurück und war kurz darauf komplett verschwunden. Wohin, das wusste niemand. »Naja«, seufzte Birdo, »ein kleiner positiver Aspekt. Wir stehen jetzt nicht mehr unter Dauerbewachung und können uns in Ruhe überlegen, wie wir hier herauskommen.«
In der Tat war das Spukhaus jetzt bis auf den Jungen, die beiden Dinosaurier und die zwei Leichen komplett leer. Und so bestand Birdos erster Ausbruchsplan darin, wie eine Irre an den Gitterstäben zu rütteln, in der Hoffnung, dass sich diese vielleicht lösen könnten. Und, fragte Raymond, der wieder zu Sonja ans Fenster kam. Wie läuft es? Besser als erwartet, lächelte Sonja. Nachdem Mario und Bowser gestorben sind, haben sich die Boohoos und die große Piranha-Pflanze von alleine zurückgezogen. Und jetzt können wir eigentlich nichts mehr weiter tun, als darauf zu warten, dass er hier ankommt. Sie nahm wieder den Controller in die Hand und wollte das Spiel fortsetzen, als es auch schon an der Tür klingelte. »Hast du wieder was beim Sternversand bestellt?«, fragte Sonja. »Nö«, meinte Raymond. »Tja, dann wird er das wohl schon sein«, beschloss Sonja. »Typisch, nie kommt man hier zum Spielen.« Sie legte den Controller wieder hin, ging zur Tür und öffnete dieselbe. Draußen stand Mario. »Du hast ja ganz schön lange durchgehalten«, begrüßte Raymond den Klempner. »Komm doch rein!« »Naja«, seufzte Mario und trat über die Türschwelle. »Ich wünschte nur, es wäre erst passiert, wenn Max, Verzeihung, Baby Mario, erwachsen ist. Es muss schlimm sein, schon in seinem Alter vollweise zu werden.« »Naja«, meinte Sonja, »nicht vergessen, er ist schon über 30. Und er hat ja immer noch Peach. Und dann sind da ja auch noch sein Onkel Luigi und sein Freund Yoshi und der kleine Toad. Es kann niemand behaupten, dass sein Freundes- und Verwandtenkreis klein wäre, beim besten Willen nicht.« »Na, auch wieder wahr«, stimmte Mario zu. »Aber eins noch. Um Vater zu werden, ist er wirklich noch zu klein.« »Macht nichts«, rief Raymond. »Dann schicken wir das Kind eben diesmal zu Peach.« »Eben«, bestätigte Sonja. »Also dann wollen wir es hinter uns bringen?« »Von mir aus gern«, sagte Mario. »Ich bin jederzeit bereit.« »Fein«, sagte Sonja und räumte diverse Papierstapel und Nintendo-Spiele vom Tisch. »Dann leg dich bitte hier drauf.« »Meine Güte, ist das schon wieder lange her«, lachte Mario. »Aber noch der gleiche alte Tisch wie damals.« »Hier oben in der Wolkenwelt gibt es nicht viele Möbelgeschäfte«, erklärte Sonja mit einem Grinsen, während sie Mario, der sich inzwischen auf den Tisch gelegt hatte, mit einem großen bunten Tuch komplett zudeckte. Das Tuch war fein bestickt mit vielen Szenen aus den verschiedensten Mario-Spielen. Raymond schlug einen Aktenordner auf, suchte und fand den Steckbrief von Mario und setzte ein Kreuzchen in das Kästchen, das neben dem Wort »Verstorben« stand. Dahinter schrieb er auf eine dünne Linie das aktuelle Datum 5. September 2035. Anschließend blätterte er weiter, bis er bei einer leeren Seite ankam, die er mit einem neuen Steckbrief füllte, indem er einfach mit der Hand über sie strich. Als Geburtsdatum trug er ebenfalls den heutigen Tag ein. Die restlichen Felder ließ er zunächst leer. Sonja hingegen richtete ihren Zauberstab auf das Tuch, unter dem Mario lag, und murmelte eine unverständliche Zauberformel. Das Tuch begann in mysteriösen Farben zu leuchten, und für einen kurzen Moment erwachten die aufgestickten Spielszenen zum Leben, als ob man ein Video zu dem jeweiligen Spiel ansehen würde. Als das Leuchten nach kurzer Zeit wieder aufgehört hatte, zog Sonja das Tuch beiseite, und zum Vorschein kam statt Mario ein kleiner Säugling, der große Ähnlichkeit mit Baby Mario aufwies. Recycling abgeschlossen, stellte Sonja zufrieden fest, während Raymond zum Fenster ging und nach einem Storch rief. Unten auf der Erde hingegen standen Max, Yoshi, Birdo, Peach und Toad mit gesenktem Haupt vor dem alten Pfirsichbaum in Peachs Garten, in dessen Schatten sie zwei Gräber angelegt hatten. Das eine war geschmückt mit Blumen aller Art und einem edlen Grabstein aus Marmor.
Hier hatte Mario seine wohlverdiente Ruhestätte bekommen. Auf dem anderen Grab wuchs eine einzelne Feuerblume und auf einem hölzernen Kreuz war geschrieben: König Bowser Cooper in ewiger Erinnerung. Ob diese Erinnerung nun positiv oder negativ war, das sollte wohl jeder für sich selbst entscheiden. Max war zwar zuerst dagegen gewesen, auch Bowser beizusetzen, aber Peach meinte, dass sich das einfach so gehört, Erzfeind hin oder her. Und nachdem Birdo eingefallen war, dass eine Beerdigung ja dazu führt, dass Kamek die Leiche nicht oder nicht so leicht findet und somit auch keine Wiederbelebung möglich ist, hatte Max doch zugestimmt. Ich habe euch etwas mitzuteilen, verkündete Yoshi ein paar Stunden später beim Abendessen. Na dann mal raus damit, sagte Birdo. Ich habe beschlossen, begann Yoshi, dass ich mit Max nach Fungo City ziehen werde. Ja, aber warum denn das? Fragte Peach überrascht. Könnt ihr denn nicht einfach hier im Pilzewunderland bleiben? Leider nicht, erklärte Yoshi. Denn wir alle wissen genau, dass Bowser irgendwann zurückkommen wird. Nicht heute, nicht diese Woche, wahrscheinlich nicht einmal mehr dieses Jahrzehnt. Aber er wird zurückkommen. Und wenn es soweit ist, sollte Max ihm gewachsen sein. Hier im Pilzewunderland wird er aber aufgrund der langsameren Zeit noch lange ein 10-jähriges Kind bleiben. In Fungo City hingegen kann er erwachsen werden, eine Ausbildung machen, die Pizzeria seines Vaters weiterführen und wenn der Bedarf besteht, zurück ins Pilzewunderland kommen und es erneut mit Bowser aufnehmen. Jetzt sah auch Peach ein, dass die Sache einleuchtend klang, und so folgte noch in derselben Nacht die Abschiedsfeier, an deren Ende sich Yoshi und Max mit einem kräftigen Händedruck von den anderen verabschiedeten und dann in der Warpröhre, die nach Fungo City führte, verschwanden. Tja, und weg sind sie, seufzte Peach. Dann sind wir jetzt wohl wieder eine Weile lang unter uns. Hey, sieh mal da oben! Rief Toad in diesem Moment und zeigte an den Nachthimmel, wo ein Storch mit einem Bündel im Schnabel kreiste. Offenbar erkannte der Storch Peach, denn wenig später landete er graziös vor der Prinzessin des Pilzewunderlandes. »Eine eilige Lieferung für Fräulein Prinzessin Peach Toadstool«, krächzte er und hielt ihr ein Empfangsformular unter die Nase. »Bitte einmal unterschreiben!« Verdutzt überflog Peach das Formular, dann zückte sie eine Feder und setzte ihren Namen auf die dafür vorgesehene Linie. Augenblicklich nahm der Storch das Pergament daraufhin wieder an sich und flog mit ihm im Schnabel von dannen. Peach hingegen wandte sich dem Bündel zu, nachdem sie dem Vogel eine Weile lang verdutzt nachgeschaut hatte, und war nun noch verdutzter, als darin ein Baby zum Vorschein kam. Meinte Toad nach kurzer Zeit. Der Kleine sieht aus wie Baby Mario. Ich denke, überlegte Birdo, das ist die nächste Generation, Marios Nachfolger sozusagen. Wie dem auch sei, beschloss Peach und nahm das Kind auf den Arm. Ich werde versuchen, eine gute Mutter für ihn zu sein, auf dass er dann eines Tages, sei es in 30, 100 oder auch erst in 300 Jahren, der Nachfolger von Max werden kann. Denn die Geschichte des Pilzerwunderlandes wird nie abgeschlossen sein und genauso wenig die Geschichte der Marios. So ist es, stimmte Sonja, die sich vom Fenster aus alles angesehen hatte, zufrieden zu. Die Geschichte des Pilzerwunderlandes wird für immer weitergehen. Super Mario, forever!